Servus, meine lieben Leute, und somit wieder einmal herzlich willkommen heute zu einem neuen Spiel, und zwar Westland Survival. Jawohl, vielen kommt dieser Name bzw. diese Spielähnlichkeit schon mal bekannt vor. Ihr habt da gar nicht so unrecht, es hat ziemlich starke Ähnlichkeit mit The Last Day on Earth, nur dass wir heute bzw. dieses Spiel sich im Western befindet, wie der Name schon Westland sagt. Jawohl, der Aufbau ist hier ziemlich gleich, wie wir vor dem Menü und hier schon alles sehen. Und ja, ich habe schon gesehen, meine Tastatur funktioniert nicht. Es ist ein Android-Game und meine Tastatur funktioniert jetzt nicht hier auf BlueStack, weil dieses Spiel erst heute released wurde. Also es hat eigentlich so ziemlich die ersten, die hier überhaupt was von dem Spiel sehen. Und wer dieses Spiel spielen möchte, Link ist nochmal in der Videobeschreibung. So, aber heute habe ich auf jeden Fall vor, sich dieses Spiel genau anzuschauen. Und ja, vielleicht kann ich ja den einen oder anderen dazu überzeugen, sich dieses Spiel ja auch anzuschauen. Es ist auf jeden Fall alles neu, was ich weiß. Das heißt, es ist überhaupt ein guter Start für jemanden, der in einem Spiel ganz vorne sein möchte. Und ja, wir haben auf jeden Fall mal einen kaputten Karren geöffnet und wir haben hier auf jeden Fall richtig geilen Loot, wo wir einfach mal alles nehmen. Was mir jetzt noch einfällt, ich muss euch als kleinen Tipp schon mal sagen, das kann ich euch schon mal als kleinen Tipp mit auf die Reise geben. Wir haben hier jetzt unseren Spielernamen, den können wir aber ändern, also Player 8952. Das könnt ihr ganz einfach ändern, indem ihr hier auf dieses Zahnrad klickt und... Nicht auf dieses Zahnrad, vergesst es! Ihr müsst aufs Inventar klicken. Klickt unten auf diese Inventartasche und hier oben, wo wir den Bleistift haben, drücken wir einmal drauf und dann können wir das eingeben. So, Destrix, mein Spielername. Und ja, dann können wir sich ausrüsten auch gleich. Wir können dann mein cooles Zigeunermesser mal ins Inventar ziehen. Meine coole Lederhose und einen Hut. Und was zu trinken. Ja, das funktioniert. Trinken. Okay, wir haben nur noch 24 Wasser. Das heißt, das Spiel funktioniert eigentlich so wie die anderen Spiele auch alle. Ja, man muss hier ums Überleben kämpfen. Wir essen und trinken einfach mal Mais. So, voll, passt, perfekt. Ja, gut. So, das heißt, wir schauen uns das hier mal an. Dann nehmen wir hier mal einen Stein auf. Okay, Fels. Wir bleiben hier mal kurz am Karren stehen. Und schauen sich da mal ein zufälliges Zockerzeug. Achtung! Kann Müll enthalten, okay, das, es ist gratis, das heißt, wir holen sich das. Da kann geiles Zeug drin sein. Jawohl. Der Kauf wurde beendet, wir mussten einmal kurz Werbung schauen, die ich euch natürlich erspart habe. Ein Däumchen nach oben, würde mich schon sehr freuen, wenn ihr mir das da lasst für diese Aktion, die ich hier gerade geleistet habe. Und was haben wir bekommen? Wir gucken jetzt immer da. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade bekommen habe. Irgendwas wird schon gewiss sein. Oh, wir haben unser Crafting-Menü hier. So, Entschuldigung. Wir haben unser Crafting-Menü hier. Wir haben hier Äxte, Spitzhacken, Holzkeule, kleine Kiste, ein Lagerfeuer, Beet, Umhängetasche, Taubenhaus und so weiter. Also kennen wir ja eigentlich schon so ein Crafting-Menü. Aber es ist ja auf jeden Fall sehr interessant, sich das anzuschauen. Wir haben hier auch einen Steinhammer, eiserne Axt, bessere Lederrüstung, dann sehe ich schon Jägermesser, eine Machete. Oh, Angelrute, Stoffrucksack, Bündelrevolver, indianische Muskete, das wird immer interessant, ich habe gerade Gänsehaut, Schrotflinte, ein Colt, wow. Und Winchester, Kaliber 45 und ein Tresor. Ja, und es ist nicht mal so viel, also wie gesagt, ich habe es euch jetzt irgendwie ein bisschen versprochen, ja. Seid hier ziemlich am Anfang. Es gibt noch hier fast nichts zu machen. Also fast nichts. Das, ich meine, schon okay. Das ist jetzt übertrieben. Fast nichts. Also man hat hier schon was zu tun. Aber ist ein guter Start. Wir schauen jetzt mal, dass man sich hier mal irgendwo was erbaut. Oh, da ist ein Schuft. Ein Schuft. Und der humpelt. Jawohl. Und dann, wie er verkrüppelt da liegt. Ist das geil. Der Schuft. Alter! Wie der ärgste Krüppel liegt der Schuft dann da. Oh, Kojote. Noch ein Schuft. Ja, dem Schuft, den geben wir's.
mit unserem Zigeunermesser. So, der Loot funktioniert ganz einfach, Hand drauf. Also, eigentlich ist halt die Übersicht ganz schnell begriffen. Also, ja, ihr versteht die Steuerung ziemlich schnell. Oh, Rollkoyote. Versteht die Steuerung ziemlich schnell. Da sind auf jeden Fall ziemlich viele rote Punkte noch. Die möchte ich jetzt mal vermeiden. Weil ich mir eine Axt gönne. Ah, ist das ein Pferd? Ein Pferd! Pferd! Mit einem Pferd gelangen sie schneller in entfernte Gebiete und Pferd bleibt da. Und kommen schneller durch die Welt. Um ein Pferd reiten zu können, benötigen sie aber einen Stall. Stehlebau. Okay. Level 8 benötigt. Gut. Das heißt, ich brauche einen Stall und Level 8. So. Was haben wir da? Inbox. Ah, da war das, was wir bekommen haben als Belohnung. Kiefernholz, 5 Stück, voller Beutel und ein Steak, was ich nicht aufnehmen kann, weil ich zu voll bin. Okay. Dann muss ich da mal, die können wir mal löschen, weil die sind leer, diese Wasserflaschen. Die können wir hier rein tun. Dann haben wir Platz gespart. Und ich brauche... Oh, ich kann eine Axt craften. Perfekt. Das heißt, mit dieser Axt können wir uns jetzt eigentlich die Rohstoffe erfarmen. Wir bekommen 10 XP pro Schlag auf einem Baum und 3 Kiefernholz pro Baum. Das heißt, wir haben dann eigentlich Materialien, um uns ein kleines Häuschen zu bauen. Also so eine kleine Blockhütte. Das ist auf jeden Fall mal was Schönes. Wir schauen sich das gleich an. Das Baumenü sollte ja eigentlich auch ganz simpel sein. Beziehungsweise einfach zu verstehen. Ich sag mal, ich fäll jetzt hier noch die zwei Bäumchen da und dann baue ich einen Hase. Tipp von mir. Wir haben hier rechts unten ne, einmal einen Hinknie-Button. Den drücken ne, und schleicht euch an die Hasen an und dann erledige ich den Hasen. Weil wenn ihr steht, laufen diese Hasen weg. Und die Hasen geben somit eigentlich auch Fleisch und Pelz. So. Gut, das heißt, wir hauen diesen Baum noch ganz schnell um. Ich hätte gesagt, Baumenü starten, ganz einfach ein Kiefernholz. Ja, das Baumenü ist ganz simpel, ich bin hier halt hier schon Profi. Ich weiß ja schon, wie diese Spiele funktionieren. Also relativ schnell zu verstehen, wer sich da jetzt nicht so auskennt oder nicht so den, der halt das nicht immer so schnell checkt, wie das funktioniert. Ich brauche auch meistens ewig, bis ich was herausgefunden habe. Deswegen bin ich eigentlich auch für euch gleich da, damit wir das hier sich mal anschauen. Moment mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Genau, das können wir hier upgraden. Mit Steinen und Holz. Okay, alles klar. Nur dazu kommen wir, glaube ich, erst wesentlich später, weil es wird noch lange dauern. Ah, na, auf. Ah, ein Schuft. Ein Schuft. Gut, das heißt, wir pirschen sich hier nochmal ein bisschen. Oh, wir sind gleich Level up. Gut, das heißt, ich brauche nur diesen einen Kojoten dann noch holen. Levelaufstieg, alles klar. Links oben haben wir die Erfahrungspunkte-Anzeige. Wenn ihr euch gerade gefragt habt, woher ich das jetzt wusste, dass ich gleich Level Up bin. So, und das ist hier schon wieder was Geiles, was ich... Gebt euch das mal, schaut euch das jetzt genau an. Hier unten gibt es einen Skill zu verteilen. Das heißt, wir können hier uns unseren Charakter selbstständig skillen. Und uns aussuchen, auf was er gehen soll. Wir können ihm mehr Schaden machen, unser Angriffstempo und verteidigen. Es wird nicht per Zufall ausgewählt, was du bekommst. Nein, du darfst entscheiden und ich gehe auf Damage. Das sieht man doch selten in einem Spiel. Also die ich bis jetzt gespielt habe. Weil alle Spiele das kann ich nicht spielen. Aber das ist ja mal hier genial. Und wir haben was freigeschalten. Kleine Kiste, die braucht man, weil mein Inventarplatz, der ist schon ziemlich... Voll ummengende Tasche. Eine einfache Tasche erhöht ihre Tragkapazität. Und Lagerfeuer. Wir brauchen das, um das rohe Fleisch zu braten. Und die Punkte haben wir nicht mehr. Alles klar. So, wir gehen hier wieder in unsere Hütte. Craften uns das. Oh, ja, craften uns die Kiste. Und wir brauchen jetzt aber noch für diese Tasche noch ein paar Fasern, sehe ich gerade. Gut, das Fleisch und so, das können wir mal reinhauen, das was wir nicht so brauchen.
Ja, Fasern bekommen wir anscheinend hier durch diese Maiskolben da, die da rumwachsen. Faser. Faser. Beutel fertig. Jetzt sehen wir da, wir haben Beutel für 5 mehr Platz. Ja, alles klar. Gut, das heißt, ich kann hier eigentlich noch Steine sammeln, dann könnte ich ja auch eigentlich dann schon meine Spitzhacke craften und dann auch schon ein paar Felsen abernten. Sagen wir mal abernten. Von denen liegen hier auf jeden Fall eine ganz schöne Menge rum. Das heißt, wir craften sich gleich mal so eine Spitzhacke. Und sind ja auch eigentlich schon auf dem Weg auf Stufe 3, wenn ich jetzt alles einsammle. Ja, wo wir uns jetzt befinden, das ist ja eigentlich unser Startgebiet, also unser Heimatort. Da können wir immer wieder zurückkehren. Und was mir jetzt aber wichtig ist, weil wir können ja alles abfarmen und dann war's das. Dann ist da eigentlich nichts mehr da. Ich weiß nicht, ob das dann wieder nach spawnt. Das wäre eigentlich nicht gar nicht mal so schlecht, weil dann hat man immer ein bisschen was. Und ich werde jetzt aber nochmal hier in ein anderes Gebiet gehen. Also wir verlassen jetzt mal unseren Heimatort. Oh, anscheinend haben wir durch den Level Up aber auch mehr Leben dazu bekommen. 3 Stück, schätze ich mal. So, wir schauen uns das mal hier an. Weil ich habe viel über dieses Spiel gehört. Und ja, diese Kurzerklärung. Die grünen Gebiete sind schon mal hier die ruhigeren Gebiete. Wir sind hier Schwierigkeitsstufe 1. Wir haben Beute dafür überall nur einstufig, Stein sogar zweistufig. Ist klar, Steingebiet, so wie bei Holz. Jawohl. Wenn man dann hier schon zu den Gelben hingeht, sind die Gegner natürlich schon etwas stärker, aber wir haben auch mehr Beute und so weiter und so fort bis zum roten Gebiet. Basis von das ist geil. Basis von A-C-A-B. Ich hoffe, für die Leute, die sich da auskennen, wissen, was gemeint ist. Urgeil. Jo, und hier haben wir eigentlich ziemlich viele coole Sachen. Zerstörte Brücke. Da können wir anscheinend hinschauen, eine Brücke reparieren, dass wir hier rüber können. Hier haben wir sogar einen Indianerstamm. Die Straße zu diesem Ort führt, ist blockiert, das weiß ich, ja. Oh, und eine... Okay. Coming soon. Da kommt noch die Stadt. Was da aber wichtig ist, weil ich habe ja gehört, es soll angeblich dann auch noch Missionen bzw. Aufgaben geben. Ich hoffe, ich habe mich da nicht geirrt, aber ich schätze mal, wie kommt man dann in dieser Stadt? Aber das weiß ich noch nicht. Es steht coming soon. Es ist interessant, was da noch kommt. Gut, aber ich möchte mir jetzt trotzdem ein anderes Gebiet anschauen noch, damit wir das auch gesehen haben, wie das so aussieht. Wir laufen hier einfach mal zu dieser Büffelweide. Zu der Büffelweide. Und schaut sich das einmal in Ruhe noch an. Ah, ich muss hier mal was trinken, ja. Ah, so. Die Büffelweide. Auf jeden Fall schon wesentlich ruhiger. Ich habe Durst. Ich weiß das anscheinend, dass du Durst hast. Deswegen trinken wir was. So, die Büffelweide. Sehr ruhig. Kaktus ist hier. Vielleicht nicht. Okay. Ja, leck mich am Arsch. Ist der Büffel groß. Okay, der geht sogar weg. Da vorne ist aber das Rot ein Kojote. Alles klar. Gut, wir haben auf jeden Fall hier die Büffelweide. Die ist sehr groß. Was ich nicht weiß, ob das Spiel schon so weit ist, auch für den Anfang, dass wir auch andere Spieler hier sehen, das weiß ich noch nicht. Darüber kann ich euch noch keine Informationen geben. Aber was ich jetzt mich hier frage ist, wir sind ja auf einer Büffelweide und das sollte eigentlich auch Loot sein. Und wir haben hier schon Loot gefunden. Geil! Kiste aufmachen und da sollte jetzt Loot drin sein für uns. Holzkeule. Lampe. Und was ist das? Oh mein Gott, da hätte ich die eigentlich gar nicht craften müssen. Aber es ist immer gut, eine nebenbei zu haben, falls eine verloren geht oder falls man irgendwo einfach mal stirbt, dann hat man nochmal eine separat. So, das heißt, ja, gleich nochmal eine Kiste. Wieso denn nicht? Oh, jawohl. Alles nehmen. Ja, richtig geil. Okay, da. Das ist sogar eine Fackel. Gut, die sind leer. Das heißt, die kann ich da reinschmeißen, weil die brauchen wir nicht. Und die nutze ich gleich und leere sie auch weg. Die brauche ich dabei noch nicht. Alles klar, hier ist ja schon richtig geiler Loot. Noch eine Kiste, wieso nicht? Holen wir sich. Dann haben wir eigentlich schon wieder viel Loot. Dann kehre ich mal zurück, leere das aus. Zu Hause, im Hause. Und, oh, das ist cool. Ausrüsten. Wo ist unser Charakter? Inventar, oder?
Ja, ich sehe ja schon richtig schick aus, wenn nur noch die Stiefel. Ja gut, wir sind auch schon auf einem guten Weg auf Level 3. Aber ich kehre jetzt zurück zu meinem Heimathaus. Ich sage das jetzt mal so, falls euch die Folge gut gefallen hat, zeigt es mir bitte mit einem Däumchen nach oben. Falls euch dieses Spiel gut gefallen hat, in der Videobeschreibung ist ein Link zu diesem Spiel, wo ihr das downloaden könnt. Es sollte eigentlich auch im Play Store sein, also Westland Survival heißt dieses Spiel. Und dann könnt ihr euch das downloaden und gleich mal durchstarten ordentlich und einer auch der ersten sein, die hier ziemlich schnell vorankommen. Ja, wir haben hier auch einiges gibt es hier noch. Sehr interessant. Lager der Gesetzlosen. Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Gut. Falls ihr trotzdem noch mehr von mir sehen wollt, ein Abo könnt ihr auch gerne da lassen. Ich verabschiede mich jetzt dennoch für euch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder auch zum ersten Mal. Trotzdem dennoch reingehauen und wieder schon. Bis zum nächsten Mal.